Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt von mir. Ich habe mich für Withering Rooms entschieden, einem Survival-Horror-Spiel mit Roguelike-Elementen, bei dem man sich in einem gruseligen Haus befindet, was sich Nacht für Nacht verändert und einem schreckliche Gegner auf den Pelz rücken wollen. Ich werde dieses Spiel immer zwischen meinem Hauptprojekt bringen. Also ich mache das ja jetzt so, ich mache montags, mittwochs und freitags im Moment noch Final Fantasy 3. Das neigt sich so langsam dem Ende entgegen und habe mir jetzt überlegt, um die Zeit so ein bisschen zu füllen, mache ich jetzt dienstags und donnerstags immer dieses Projekt. Und ohne viel Geschwafel wollen wir mal ein neues Spiel beginnen. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt, allerdings nur so bis kurz nach dem Tutorial. Nehmen wir einfach mal den hier. Neu, ja, überschreiben, genau. Er speichert automatisch, sehr schön. Prolog. Mostyn Torhaus 1892 im Traum. Nightingale wird von ihrem Vater in die Mostyn Privatklinik geschickt. Neue Patienten müssen ihre erste Nacht im Torhaus zur Beobachtung verbringen. Dort erwacht Nightingale zum ersten Mal im Traum. Ja, und diesen Traum geht es jetzt hier zu durchwandern. So, Nightingale schläft mit Schuhen. Okay. Ja, nach links verschieben, nach rechts verschieben. Die Übersetzung, die deutsche Übersetzung ist teilweise richtig grottig, also nicht wundern. Ich hoffe, da ändert sich noch ein bisschen. So, hier kann ich zum Beispiel den Schrank durchsuchen, finde eine Münze. Eine seltsame Münze mit einem Kreuz. Es ist nicht klar, aus welchem Metall sie gemacht ist. Sie hat einen subtilen Eisengeruch. Ich glaube, da kann ich später mit handeln. So, aber soweit ist es noch lange nicht. Die ist zu. So, die Tür kann ich öffnen. So, ich wache hier also im Torhaus auf, ja? Okay. Das gefällt mir nicht, was da liegt. Sie blockiert ein Loch in der Wand. Eine Leiche in einem Käfig. So ein bisschen Silent Hill mäßig. Einige Möbel können... hallo. Ja, ich lese hier gerade. Entschuldigen Sie bitte. Kann ich nichts dafür, wenn sie da stecken geblieben sind. Direkt neben dem Klo. Einige Möbel können zum Verstecken verwendet werden. Ja, drücke beim Schließen Y, um es auszublenden. Na okay, also Y zum Verstecken. Merken wir uns das. Okay, der Typ bricht frei. Ah, hallo. So mit nach unten drücken und zur Seite kann ich also schleichen. Sehr gut. Okay, da kommt er mir hoffentlich nicht hinterher. Lalala, es ist nichts passiert. Achso, hier kann man noch durch die Türen spähen immer. Kann leider nicht zur Seite. Glaube ich. Nee, geht nicht. Hör auf zu spähen. Okay. Protokoll der Sonderplatzierung. Aha. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Millie Irwood, Alter 13, Epilepsie, unangemessenes Verhalten. Emma Bainen, Alter 14, Brände, unangemessenes Verhalten. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung da richtig ist, ehrlich gesagt. Hier, Becca Mason, Unlust und Kopfschmerzen. Oh Gott, dann wäre ich schon längst in der Klapse. Also speziell, was die Unlust betrifft manchmal. Hier, und das bin ich da unten. Nightingale Williams, Alter 15, Symptome schwebend. Ich bin hier hingeflogen und das waren den Leuten hier ein Dorn im Auge, oder wie? Naja, egal. Ich kann die Uhr anschauen, ja? Eine Standuhr, vorne befindet sich ein Schlüsselloch. Okay. So, hier will ich einfach mal durch. Oh. Hier muss man nämlich jetzt den Schlüssel stehlen. Wie gesagt, das Tutorial habe ich schon gespielt. Versteck mich mal lieber in der Runde und sieh zu, dass er ein bisschen Land gewinnt. Aha, komme ich hier nicht her? Ach so, das war die Tür, die verschlossen war. Okay. Ah, jetzt ist der Typ da wieder, ne? Oh, Albert. Why am I still here? Keine Ahnung. So many years. What to do? What?
Ich habe keine Ahnung. Torschlüssel lesen? Vater, Davids Geist zerfällt buchstäblich. Ach, das war der Typ von eben. Aber er kann immer noch von Nutzen sein. Um zu verhindern, dass er auf dem Gelände umherwandert, habe ich die Tür zum Torhaus verschlossen. Ich hoffe, die Zeit bleibt stehen, während ich das hier lese. Ich habe den Ersatzschlüssel in seinen Rücken genagelt, falls du ihn brauchst. Ihr müsst heimlich vorgehen. Als zusätzliche Sicherung habe ich den Vorgarten des Anwesens mit einem Zauber belegt. Kein Untoter darf ihn durchgehen. Wenn du dort bist, sieh dich nach dem leuchtenden weißen Siegel über dem Eingang, um sicher zu gehen, dass es noch funktioniert. Deine stets beschäftigte Tochter Margaret. Aha. Okay. Okay, alles klar. Ein weißes Siegel über der Tür zeigt an, dass Feinde nicht hindurchkommen können. Selbst wenn die Tür offen ist, oder wie? Na egal. Mit RB laufen. Okay, geh erstmal hier lang. Na gut, so einfach ist es wahrscheinlich auch nicht, mich hier zu verpieseln. In den Büschen kann ich mich anscheinend auch verstecken, ja? Okay. Wird später bestimmt nochmal wichtig. So. Nee, nicht verstecken. Ich will suchen. Rotes Wachs. Nützliche Zutat für die Herstellung von Zaubern. Blut ist der Mörser. Blut ist der Mörser. Aha. Ach, und die Kinderchen sind da im Kuchen zugange. Naja, etwas abgestandener Schokoladenkuchen, trotzdem köstlich. Plus 75 Gesundheit, wahrscheinlich dazu da, wenn ich den Typen da jetzt nicht rechtzeitig entwischen konnte. Okay, ich spreche mal mit ihnen. Du siehst verloren aus. Zum ersten Mal im Traum. Ich bin Becker. Ich fürchte, du bist in etwas gestolpert, in das du dich wahrscheinlich nicht hättest einmischen sollen. Wir haben eine Art Feier, um ein neues Mitglied in unserem kleinen Club willkommen zu heißen. Du siehst, wir sind Hexen. In der tristen, wachen Welt gibt es keine Magie. Aber hier, Magie ist echt. Ich bin sicher, es ist alles furchtbar verwirrend. Du musst mit der ersten Hexe sprechen. Sie ist unsere Anführerin. Du findest sie vorne am Kamin. Beantworte einfach ihre Fragen wahrheitsgemäß und ich bin sicher, alles wird gut. Oh, nimm dir ruhig ein Stück Kuchen, ess köstlich. Hab ich schon. Hehe. So. Ja, grafisch geht das in Ordnung, finde ich. Für ein Indie-Spiel gar nicht mal so schlecht. Mag auch diese 2D-Ansicht irgendwie. Du gehörst nicht hierher. Bist du im privaten Asyl Maus denn ein Patient? Ja. Kommst du aus dem Torhaus? Jo. Du hast es ohne Hilfe bis hierher geschafft? Jawohl. Lügner! Na gut, ich hatte das Tutorial. Oh, aua, ei, das ist sehr grob. Withering Rooms. Ist übrigens egal, was man hier sagt. Man verbrennt auf jeden Fall. Most in Haus 1892. Im Traum. Der Schmerz der Flammen lässt nach, als Nightingale das Bewusstsein verliert. Sie erwacht in einem fremden Schlafzimmer. In Most in Haus. Immer noch im Traum. Ja, und diesen Traum gilt es jetzt hier Nacht für Nacht neu zu durchleben, wenn wir sterben. Seltsame Schlafzimmer. So, nämlich hier finden wir unsere erste Waffe, ein Hackebeil. Ein altes Küchenbeil, das im Allgemeinen zum Zerhacken von dicken Fleischstücken verwendet wird. Wir rüsten das doch automatisch aus. Mit Start gelangt man in das Menü. Ich kann mal mit LB eine Schnellverknüpfung zuweisen. Hier auf die 1 am besten. So. Eine Standuhr. Vorne befindet sich ein Schlüsselloch. Glaub, da kann man später auch mit interagieren. Schaufensterpuppe schlagen. Okay. Schwerer Angriff halten. B, wenn man sich nicht bewegt, zurück. Und in der Bewegung macht man, glaube ich, eine Rolle. Genau. Ja, perfekt. So. Jo, guten Tag. Wo kommen Sie denn her? Ich hab mich ja gar nicht erschreckt. Es tut mir furchtbar leid, wenn ich Ihnen Angst angejagt habe, indem ich einfach so aussah.
Ich beobachte gerne Neuankömmlinge, um sicherzustellen, dass sie nicht gewalttätig oder geistesgestört sind, bevor ich sie aus ihrem Zimmer lasse. Ich bin Margaret Blackett und teile die Verwaltung dieser Anstalt mit meinem Vater, Dr. Robert Blackett. Dein Name ist Nightingale, nicht wahr? Zunächst möchte ich mich zutiefst bei Ihnen dafür entschuldigen, dass ich gleich nach Ihrer Ankunft hier angezündet wurde. Ich versichere Ihnen, der Verantwortliche wurde streng gerügt. Ich kenne Ihre Fallgeschichte nicht, aber Sie fragen sich vielleicht, ob das alles eine Täuschung ist. Du brauchst mich nicht zu siezen, ich bin 13 oder so, aber gut. Ich kann Ihnen versichern, dass dies nicht der Fall ist. Sie wurden in ein Phänomen hineingezogen, das es nur im Mostenhaus gibt. Das ist eine Art Traum oder Albtraum. In der realen Welt vergehen hier in einer einzigen Nacht Wochen. Ich bin sicher, Sie haben Fragen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Fliehen? Die Methodik des Aufwachens aus dem Traum ist nicht ganz klar. Manche wachen mit Leichtigkeit auf und haben nur eine vage Erinnerung an das, was hier geschehen ist. Andere bleiben auf unbestimmte Zeit gefangen, während ihre Körper in der realen Welt langsam verwesen. Der Tod im Traum bietet keine Erlösung, du wirst einfach erneut erwachen, genau das sagte ich ja. Gefahren? Während diejenigen, die im Traum gefangen sind, in der realen Welt verrotten, verwandeln sie sich hier in geistesgestörte lebende Leichen. Leider sammelt der Traum jedes Jahr mehr solcher unangenehmen Bewohner an. Daher ist es wichtig, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen, bis sie sich mit den richtigen Mitteln zur Verteidigung ausgestattet haben. Auch wenn das Sterben im Traum nur eine vorübergehende Angelegenheit ist, so ist es doch eine schreckliche Erfahrung, also müssen sie vorsichtig sein. Magie? Um dich vorhin unsichtbar zu beobachten, habe ich den Gegenstand Geisterzweig benutzt. Mit einem einfachen Knacken des Zweiges in meiner Hand kann ich mich kurzzeitig wie ein Phantom bewegen. In der realen Welt ist Magie nur Spielzeug für Scharlatane. Aber auf wundersame Weise ist sie im Traum echt. Ach so, sie sagt einfach mal doppelt. Ja, okay. Wie gesagt, die Übersetzung ist manchmal etwas, eigen. Ich bin ein Zauberlehrling. Wenn du mehr lernen willst, musst du den schmutzigen Schuft aufsuchen, um mehr zu erfahren. Okay. Erforsche also ruhig die Umgebung. Die Villa verändert zwar jede Nacht ihre Gestalt, aber das Arbeitszimmer solltest du dennoch leicht finden. Ich überlasse euch den Schlüssel zu diesem Raum und verlasse ihn auf einen anderen Weg. Oh, Nightingale, sei nicht entmutigt, wenn du stirbst. Wie du bereits gesehen hast, ist es nur vorübergehend. Es klingt pervers, aber der Tod ist wirklich der beste Lehrmeister. Wir sehen uns wieder. Puff, und weg ist sie. Neue Aufgabe, genau. Den schmuddeligen, elenden, was, wie, wo? Margaret im Arbeitszimmer treffen. Die kann ich hier, glaube ich, nochmal nachlesen. Genau hier. Okkulte Künste, finde den schmuddeligen Elenden in der okkulten Bibliothek. Der Schlüssel kann in einem der Schlafzimmer einer Truhe gefunden werden, die einen Code benötigt. Und Margaret im Arbeitszimmer treffen. Okay. So. Ja. Den Schlüssel habe ich ja gekriegt. Ich verschließe die Türen lieber nochmal. Hier kann ich nochmal suchen. Ah, da ist so ein Geisterzweig, ein knorriger, magischer Zweig, der sich etwas heiß anfühlt. Für 5 Sekunden wird man ein Geist. Aber man kriegt Fluchschaden, aha. Was mit dem Fluchschaden auf sich hat, werden wir später noch sehen. So, ich nehme jetzt mal die Tür hier. Abgeschlossen oder was? Ja, okay. Na gut. Aber hier komme ich rein. Oh, guten Tag. Ah, hier ist die besagte Truhe auch gleich. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte ihn im Bett erledigen. Aua. Ah, ich habe ihn erledigt. Sehr gut. Körper durchsuchen. Was hat er denn bei sich? Ein leeres Stück Pergament, perfekt für die Herstellung eines Zaubers. Bandage, sehr gut, schon mal ein kleiner Heilgegenstand. Heilt Blutung und den Statuseffekt Blutung. Ja, okay. Der dreckige Finger einer lebenden Leiche, sie nennt sich jetzt die erste Hexe. Ah, und das ist der Gegnertyp, den ich besiegt habe. Ein Cholera-Patient-Zombie. Ah ja, natürlich. Das Abdecken mit einem Laken überdeckt den Geruch leider nicht. Hm, okay. Unten wieder so eine Münze gefunden. Hier kann ich nochmal suchen. Aha, aha. Heilige Kerze heilt Fluchschaden. Aha, vertreibt magische Fallen. Geister und verzauberte Rüstungen können nicht vorbeigehen, während sie brennt. Okay.
Oh, wir werden also im späteren Verlauf auch noch auf Geister treffen. Das mag ja, das klingt ja vielversprechend. Ein Heilgegenstand, verwalten in Heilgegenstände, okay. Ja, die Bandage, Blutung, ich lasse die nochmal nicht, oder ich lasse die nochmal im Inventar und lege die nicht in dem, im Schnellzugriff ab. Okay, lieber mal die Tür zumachen. So. Hier ist also diese Truhe, ja? Lies Padua. Padua, böse Absichten erfüllten die Straßen von Padua. Bevor der Horror begann, hatte die Stadt 8 Bäcker, 15 Bischöfe, 9 Seeleute. Dann 3 Seeleute erschossen sich. Am nächsten Tag jeder Seemann gegessen, 2 Bischöfe. Also jeder Seemann hat 2 Bischöfe gegessen. Und 4 Bäcker ertränkten sich. Ein paar Bäcker, Bischöfe und Seeleute übrig. Okay, 8 Bäcker. Also 3 Seeleute erschossen sich schon mal, sind nur noch 6. 2 Bischöfe bleiben, macht 12. Bleiben 3, 4, 3, 6. Ja, sehr gut. Schlüssel zur Okkultbibliothek. Peter hat ein Vermögen für diese albernen alten Bücher ausgegeben, in denen es darum geht, wie man Dämonen beschwört, um seinen Befehlen zu gehorchen. Ich bin mir nicht sicher, was sie ihm in Oxford beibringen, aber ich dachte, ich würde für einen Abschluss in Klassik bezahlen. Nicht für magischen Unsinn aus dem 13. Jahrhundert, geschrieben von einem Mönch mit einer überaktiven Fantasie. Gut, so weit, so gut. Hier habe ich alles durchsucht, ne? Ja, der Typ steht auch nicht wieder auf, der ist jetzt tot. Untot, tot, wie auch immer. So. Rotes Wachs. Schön und gut, aber zaubern wollte ich jetzt hier eigentlich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Oh, hallo. Da ist ja schon die Bibliothek. Ja, bevor ich mit dir rede, werde ich erstmal ein bisschen suchen noch. Walisische Landhäuser 1. Mostenhaus, das auf einem Hügel in Monmouth zwischen der St. Alice Church und den Ruinen der Bryn Bach Abbey liegt, hat eine faszinierende und tragische Geschichte. Das Haus, das 1869 vom Kohlemagnaten Alfred Mosten erbaute Haus war ursprünglich als Landsitz gedacht, bevor eine Reihe schrecklicher Ereignisse dazu führten, dass es zum Privathaus eines amerikanischen Arztes, zu einer Cholera-Klinik und schließlich zu einer Nervenheilanstalt wurde. Okay, ein bisschen Backstory. Kinderpuppe. Aha. Ort zur Ablenkung oder um auf etwas aufmerksam zu machen. Ah, da kann ich für Gegner mit ablenken. Wie? Nee, verstecken wollte ich mich nicht. Ich wollte jetzt mal gucken. Diese Puppe ist eine Waffe. Aha. Ja, weise ich mal hier auf die 2 zu. Keine Ahnung, wie ich die später gebrauchen soll, ehrlich gesagt. Kann ich an ihnen vorbeigehen? Ja, kann ich. Walisische Landhäuser 2. Alfred Mosten aus Lancaster stammte aus bescheidenen Verhältnissen. Nachdem ihn sein Onkel ein kleines Grundstück im Südosten von Wales vermacht hatte, gelang es ihm, ein Kohlebergbauimperium aufzubauen. Wie viele Neureiche erhoffte sich Alfred ein gemächlicheres, aristokratisches Leben für seine Kinder. Also schickte er seine Zwillinge Peter und Priscilla nach England, um ihnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. 1969 begann Mosten mit dem Bau eines Landhauses und auf halbem Weg zwischen dem Bergwerk und Oxford, wo Peter ein Studium der klassischen Philologie absolvierte. Auf halbem Weg zwischen dem Berg von Oxford, okay. Ja. Von mir aus. Ich meine, ich komme hier sowieso nicht raus wahrscheinlich. So, das war's mit diesem Raum. Ich spreche mal mit dir. Ich sollte dich ja treffen hier, ne? Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich glaube, du wirst dich im Traum gut machen. Lass mich dir ein kleines Geschenk geben. Das ist ein alter Ring von mir. Wenn du im Traum stirbst, wirst du die meisten deiner Gegenstände verlieren. Aber einige gesegnete Gegenstände, wie dieser Ring, werden von Nacht zu Nacht überleben. Was kann... Ach so, okay, jetzt kann man sich... jetzt kann man Fragen über sie stellen. Also über Margaret. Wer war denn dein Faddy?
Hast du schon erzählt, glaube ich, ne? Ja, genau. Mein Vater ist Dr. Robert Blackett, berühmter amerikanischer Arzt und walisischer Irrenhausbesitzer. Ah, alles klar, so hieß das damals. Hast du von dem Komponisten Johann Sebastian Bach gehört? Er ist der Liebling meines Vaters. Bach wurde von König Friedrich von Preußen vor eine fast unmögliche Aufgabe gestellt. Er sollte auf der Stelle eine Begleitung zu einer komplizierten Melodie komponieren. Siehst du, König Friedrich liebte es, Besucher seines Hofes auf diese Weise zu demütigen, indem er sie dazu brachte, an etwas zu scheitern, in dem sie angeblich hervorragend waren. Bach löste die Aufgabe sehr zum Erstaunen aller Anwesenden. Als ich im Alter von 8 Jahren anfing, Klavierspielen zu lernen, stellte mich mein Vater vor die gleiche Herausforderung. Tatsächlich stellte er mir diese Herausforderung 4 Jahre lang jeden Tag. Als ich endlich genug vom Kontrapunkt gelernt hatte, um die Herausforderung zu meistern, gratulierte er mir dazu, dass ich die 4 Jahre gebraucht habe, um das zu erreichen, was Bach in einer einzigen Nacht geschafft hatte. Mein Vater strebte immer danach, die Leistung seiner Helden zu erreichen. Er hat nur nie begriffen, dass sein Held eigentlich König Friedrich war, nicht Bach. Deine Mutti, hatte die auch so eine bewegte Geschichte? Ich meine, ich stehe hier mit dem Hackebeil vor dir. Meine Mutter habe ich nie gekannt. Ich wurde in China nach dem 2. Opiumkrieg geboren. Mein Vater sagt, sie sei bei der Geburt gestorben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das glaube. Ich glaube nicht, dass es viel ausmacht. Das Einzige, was meine Mutter mir gab, war dieses Gesicht, das in England nicht immer von Vorteil war. Ach so, asiatischer Einschlag und so, okay. Die Zukunft. Mein Vater möchte sich ganztägig mit dem Traum beschäftigen. Als solcher werde ich der einzige Verwalter der Anstalt sein. Was den Traum betrifft, wer kann das sagen? Es existiert seit mindestens 18 Jahren. Ich vermute, dass es für immer bei uns bleiben wird. Ich hoffe nur, dass die Forschung meines Vaters einen Weg finden, diese elenden lebenden Leichen zu verbannen. Okay. Ach, das haben wir schon. Okay, gut, alles klar. Ja, das war's. Ich gehe mal einen Raum weiter. Ich lasse die Karte einfach mal auf. Hier kann ich wieder suchen. Eine leere Rolle, okay. Ein Badezimmer. Aha. Oh. Okay. Der sieht mächtig aus. Oh. Scheiße. Nein, falsche Taste. Ah, wo kommt ihr denn alle her? Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das geht ja gut los hier. Warum kamen da plötzlich 2? Niemals. Nein, nein, nein. Ganz, ganz fies. Schon zum Anfang. Ich bin fast tot. Und trotte hier seelenruhig umher. Okay, wo bin ich jetzt? Aha, guten Tag, der Herr. Spektakulär, nicht wahr? Guten Abend. Ich würde mich vorstellen, aber normalerweise tragen Menschen keine Masken, wenn sie wollen, dass ihre Identität bekannt ist. Ich bin schon so lange hier, dass ich mich kaum noch erinnern kann, wer ich früher war. Ich habe nicht mehr die Geduld, die ständig wachsenden Horden von lebenden Leichen in diesem Haus zurückzuschlagen. Ich auch nicht. Ich bin fast tot. Deshalb bin ich so etwas wie ein Händler geworden. Ich handle mit allerlei Waren und mein Angebot ändert sich ständig. Was nützt Gold in diesen Albträumen? Eine Münze ist ein Gefallen für später aufgehoben. Kunst. Mostenhaus war einst so schön. Die besten Kunstwerke wurden verkauft, um den kurzen, erfolglosen Betrieb der Cholera als Cholera-Klinik zu finanzieren. Übrig blieben größtenteils von Alfred Mosten in Auftrag gegebene Nachbildungen, die bei einer Auktion als unverkäuflich galten. Ich habe eine Schwäche für diese Freizeitaktivitäten. In manchen Fällen finde ich sie sogar noch schöner als die Originale. Vielleicht lebe ich schon zu lange in dieser Freizeitaktivität. Mostenhaus hat 3 Stockwerke, obwohl der 2. und 3. Stock im Traum versiegelt wurden. Das 1. Stockwerk ist fantastisch im antiquierten Barockstil dekoriert. Der 2. Stock, wo die Familie lebte, soll angeblich noch prächtiger sein. Der 3. Stock ist ein Dachboden, kein Ort, an dem ich im Traum sein möchte, da er sicher zu einem wahrhaft elenden Ort geworden ist.
Darunter befindet sich der Keller, in dem sich die Dienstbotenunterkünfte befinden. Unten ist etwas mit dem Gas schiefgelaufen, denn die Lichter sind alle aus. Wenn du neugierig bist, kannst du mehr über Maustenhaus in dem Buch Welsh Country Houses lesen. Ach, da haben wir schon das erste gelesen, glaube ich. Ich bin sicher, dass ich hier irgendwann ein Exemplar habe. Okay, die Maske. Es ist ein bisschen dramatisch, nicht wahr? Ich habe diese Maske auf den Dachboden gefunden, als er noch zugänglich war. Aha. Sie erinnert mich an einfachere Zeiten, an die Kindheit und den Sonnenschein. Ist dir aufgefallen, dass es im Traum immer Nacht ist? Es fühlt sich an wie Jahrzehnte, seit ich die Sonne gesehen habe. Okay. Kann ich irgendwas kaufen? Ich habe nur eine Münze, ne? Ja. Ja, okay, ich habe nur eine Münze. Schade. Er hat aber auch nicht viel. Ja? Okay. Wenn ich da rausgehe, werde ich sowas von kalt gemacht. Ein Heilgegenstand wäre schön. Nahkampfring. Ring des Schurken. 30 Schaden bei Nahkampfangriffen von hinten. Aha. Aber ich glaube trotzdem, ich bin so gut wie erledigt hier. Kann 4 Ringe anlegen. Schade, dass ich so... Wo kam die überhaupt her, die Alte da, die das Zimmermädchen da? Ich mach dich jetzt platt. Aua. Ah, verdammt. Fast hatte ich sie noch erledigt, aber ich hatte auch kaum noch Lebensenergie. Schade, jetzt verliere ich auch gleich meine schönen Ringe. Ich wach also wieder hier auf, okay. Aha, da liegt ein Geschenk für mich bereit, ja. Dummy-Zauber. Beschwört eine lebensechte Puppe des Zauberers. Aha. Gut, aber immer dieser Fluchschaden und noch ein paar Münzen. Wenigstens kann ich hier wieder suchen. Eine Axt, ah, sehr schön. Die wollen wir doch gleich mal anlegen. Okay, und ich setze die mal dahin. Okay, die Puppe ist ja weg. Sehr schade. Ja, da kann ich nicht mehr lesen. Ja, okay. Einen Gegner will ich nochmal erledigen. Ja, jetzt komme ich hier rein. Da war sie schon wieder, die Alte. Hier ist der Typ auf dem Bett. Na, jetzt mal nicht übermütig werden hier. Ah. Ich bin zu offensiv. Okay. Der verdorbene Finger wieder. Ach, verdammt. Das ist nicht gut gelaufen. Ich würde zumindest mal Theorie und Praxis 1, ja. Der rätselhafte Miles Craden, Forscher des Unerklärten, gab uns die 5 folgenden grundlegenden Eigenschaften von Geistern. Normalerweise nur mit Raum beschränkt, in dem sie gestorben sind. Können nicht durch physikalische Maßnahmen geschädigt oder manipuliert werden. Es ist nicht bekannt, dass sie die Lebenden angreifen und manchmal Lähmungen verursachen. Begrenzten Einfluss auf die physische Welt ausüben. Kleine Objekte schweben lassen. Sichtbar nur in Spiegeln oder für diejenigen, die sich sehr spirituell eingestellt sind. Okay. Schade, ich will was zum Heilen haben. Ach, den habe ich aber auch nicht optimal angegangen, den Typen hier. Ich versteck mich mal. Oder soll ich jetzt hier Flucht nach vorne machen? Ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren, ne? Komm. Oh, das war knapp. Dienstmädchen, Charlotte. Okay, das war Charlotte. Verdorbener Finger. Aha, Charlotte hat immer gerne in der Küche geholfen, nicht wahr? Okay. Münze und wieder so ein Finger. Aha, ich gehe mal zurück in diesen Raum, wo ich herkomme. Und dann werde ich die Folge mal beenden. Ist ja noch spielbar beim nächsten Mal. So ein bisschen Lebensenergie habe ich ja noch.
So, rein mit dir. Schnell die Tür zugemacht. Alles klar. Und ich würde sagen, ich würde die Folge hier mal beenden. Richtig gut. Macht richtig Spaß. Atmosphärisch richtig gut geworden, finde ich. Ja. Das war's erstmal mit Withering Rooms. Wirklich spannend gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten hier. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wie gesagt, das wird jetzt so meine kleine Miniserie zwischen den Haupt-Let's Plays, wenn ihr so wollt. Kann natürlich auch mal sein, dass ich mal wieder ein kleines Demo-Review oder ein kleines Gameplay-Video einschiebe. Aber ansonsten würde ich das Spiel hier erstmal weiterverfolgen. Gefällt mir wirklich gut. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und ja, ganz liebe Grüße, euer Flo. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.